Guck mal, die kommen alle zurück. Nee, ihr könnt ruhig gehen. Guck mal so. Wir müssen morgen arbeiten, ja? Das müssen... Also, das geht auch nicht. Guck mal, die Türken bleiben hier, ne? Die Türken, ich habe 20 Euro für den Arsch bezahlt. Keine Zugabe oder was? Okay, zufälligerweise habe ich noch was vorbereitet. Pass auf, danke schön. Pass auf. Bitte. Was ich ganz oft gefragt werde, vor allem von Landsleuten, ist: Ey, Kai, um mal zu gucken, ob du Deutsche oder Türke bist, was für einen Pass hast du denn? Pass ist mir scheißegal. Pass sagt nichts über den Menschen aus. Ist ein Stück Papier, scheiß drauf. Aber für die es wichtig ist, die es unbedingt wissen wollen, ich habe mittlerweile einen deutschen Pass. Aus rein pragmatischen, danke Deutsche. Danke zweieinhalb, Deutsche. So, aus rein pragmatischen Gründen, weil ihr Deutschen, ihr habt es wieder mal richtig, richtig gut. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Ihr habt es wirklich unglaublich gut mit eurem deutschen Pass. Das ist ein Privileg, einen deutschen Pass zu haben. Ihr seid überall auf der Welt willkommen. Die Leute lieben euch, wenn ihr kommt. Vor allem die Italiener. Ah, Tedesco, komm schön rein. Hier, kaufst du Gold, ja, ist eine schöne Uhr. Ist eine Golduhr, original Gold, ja. Kaufst du Golduhr, ja, aber das blättert schon ab. Ist Blattgold. So, und nein. Und ihr seid auf der Welt, doch, ihr seid beliebt, die Leute freuen sich, wenn ihr als Touristen kommt, überhaupt kein Problem. Und ihr wandert auch überall hin, ihr wart tatsächlich in Island, ihr sogar Antarktis, ihr geht da wirklich runter, mit Pinguine gucken. Ja. Nee, ihr seid, das spricht für euch, ihr seid sehr kulturell, sehr interessiert. Ihr interessiert euch auch für verschiedene Kulturen, das haben wir echt gemeinsam. So, aber jetzt Folgendes, mit dem deutschen Pass ist es wirklich eine Freude auch zu verreisen, weil ihr könnt verreisen, ihr braucht für fast kein Land ein Visum. Ihr könnt reisen, wenn ihr wollt. Mit dem türkischen Pass brauchst du für fast jedes Land ein Visum. Ohne Visum kommst du nicht mal ins Phantasialand. Der türkische Personalausweis, der ist echt, der ist richtig putzig, klein, weißt du, passt in jede Jackentasche. Türkischer Ausweis, Landkartenformat. Der ist... Den musst du alle 2 Jahre verlängern, als ob der nicht schon lang genug wäre. Und du machst es natürlich hier in Frankfurt am Main, da am Westend, nicht wahr, türkisches Konsulat. Da bin ich auch alle 2, 3 Jahre musste ich dahin, meinen Pass verlängern. Das letzte Mal, vor 5, 6 Jahren war ich da, habe den türkischen Pass abgegeben, damit ich die Deutsche bekomme. Das war nicht unbedingt spaßig, ins türkische Konsulat zu gehen, weil wir wissen ja, ich kann kein Türkisch. Nee, ich habe das verlernt. Ich habe das 9 Jahre lang Latein und ich guck mal, mein Bruder und ich... Das ist wirklich wahr. Mein Bruder, ich, wir waren die einzigen Türken auf diesem scheiß Gymnasium. Wir waren die einzigen, die da... Und der Hakan ist 7. Klasse abgegangen, hat gesagt, leck mich am Arsch mit der scheiß Latein. Kein Bock mehr auf den Shit hier. So, und ja, dann habe ich Latein gelernt, mehr oder weniger, und Türkisch verlernt. So, und dann gehst du als Türke, mit dem türkischen Ausweis, ins türkische Konsulat und kannst kein Türkisch. Das glaubt mir bis heute kein Türke. Aber es ist die Wahrheit. Und das letzte Mal, als ich da war, wie gesagt, vor 5, 6 Jahren, ich wusste nicht mehr genau, wo das war. Ich habe meine Mutter gefragt, Mama, wo war das Konsulat nochmal? Du wirst es schon finden. Ihr kennt es ja hier, ihr kennt das Konsulatsviertel, ne, im Frankfurter Westend. Das türkische Konsulat, ist das 2 Konsule hier oder was ist hier los? Pass auf, das türkische Konsulat ist einfach zu finden. Das ist das einzige Konsulat mit der Dönerbude davor. Ich brauchte nur noch den Geruch gehen. Mit Scharf, mit Soße, ohne hier. Alles klar.